Rat, passende Kommentare meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Rahmen meines Peace-Projektes. Und das ist wieder eine neue Episode in meiner Baumpflanzenreihe. Und wie gesagt, befinde ich mich hier auf der Gemeindefläche. Und ich habe mich in den letzten Monaten mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt und habe die gefragt, ob ich hier auf der Gemeindefläche eine Obststreuwiese oder auch hier Obstbäume setzen darf und hier eine Wildblumenwiese für Bienen und Insekten machen darf. Und das wurde mir jetzt genehmigt in den letzten Tagen. Ich habe gestern einen Brief bekommen, wo drin stand, dass ich das machen durfte. Allerdings halt nicht so wie meinen Vorstellungen, aber ich darf zumindest einen Baum hier setzen, weil hier schon drei Zierbäume stehen. Und dann werde ich hier einfach nochmal ein paar Reben, wie zum Beispiel Trauben und Kiwis setzen, weil die halt von der Größe her nicht wie ein Baum werden und dann hier auch keine Konflikte mit den anderen Bäumen, die hier stehen, schon mal besteht. Deswegen werde ich hier einfach Trauben und Kiwis nochmal setzen, eventuell auch hier ein bisschen an der Garage hochwachsen lassen. Und ja, kurz gesagt, die Anekdote war halt einfach sehr lustig, die Geschichte. Als ich zum ersten Mal bei der Gemeinde angerufen habe, hat der Geschäftsführer gemeint: Herr Frank, habe ich Sie richtig verstanden? Sie wollen auf der Fläche vor Ihrem Grundstück Ihrer Eltern Bäume pflanzen, weil Sie auf Ihrem Grundstück wegen einer Erdwärmeheizung keine Bäume setzen können? Da habe ich natürlich Ja gesagt, und dann hat er zu mir gesagt: Herr Frank, die Leute kommen selten bzw. nie zu mir, um Bäume für die Gemeinde zu setzen, sondern sie wollen höchstens Bäume entfernen lassen. Und ja, genau, als er mir das so erzählt hat, da habe ich schon ein bisschen angefangen, ja, zu lachen und zu schmunzeln. Wie gesagt, es wurde mir erlaubt, ich muss mich halt um die Wiese kümmern, um die Bäume natürlich auch, aber wie gesagt, ich spendiere sie ihnen und ja, ist einfach so ein, ja, Nachhaltigkeitsprojekt für mich. Ich kann mich dann bedienen, die Leute können sich dann bedienen, wenn ich hier nicht mehr wohne oder lebe, wer weiß. Und ist einfach eine schöne Sache, einfach mal auf einer kahlen Fläche eine Wildblumenwiese und einfach mal Bäume zu setzen. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal die einzelnen, ja, die komplette Fläche erstmal. Und dann zeige ich euch ungefähr, wo ich die Bäume setzen möchte. Und ja, dann mal los. Also hier vorne an der Fläche, also direkt zu unserer Garageneinfahrt, da möchte ich die eine rote Weinbergpfirsich setzen. Ist halt relativ sonnig den ganzen Tag über, von früh bis zum Abend in der richtigen Zeit. Und hier hat mir halt die Gemeinde erlaubt, dass ich hier den einzigen Baum setzen darf, weil, wie gesagt, hier stehen bereits drei Zierbäume und da kann ich halt die anderen Bäume, die ich vorhatte, nicht setzen, beziehungsweise das wurde mir halt untersagt. Aber zwischen den Bäumen hatte ich halt vor den Bäumen Säulen ranzusetzen und dann ein paar Fäden durchzuziehen, wo ich dann die Trauben reinsetzen kann, damit die den ganzen Tag über an der Südseite an der Sonne hängen. Wir sind sowieso von unserer Wohnlage auf dem Berg oben und da ist es einfach optimal. Hier ist es ja immer schön warm. Die Trauben können dann die komplette Sonnenenergie einfangen und die dann hier den Menschen sozusagen zur Verfügung stellen in wunderbaren Früchten. Deswegen vor den Bäumen oder zwischen den Bäumen baue ich dann so, ja eine Art, ja, Gestell auf, wo die Reben dann entlang wachsen können. Und dann habe ich ja noch die sibirischen Kiwis. Die sibirischen Kiwis wollte ich eventuell hier vorne an der, weil die auch ein bisschen Halbschatten benötigen, hier vorne an der Garage entlang wachsen lasse oder eventuell hier an der Seite Trauben oder Kiwis. Da schaue ich nochmal einfach, wie sich die Lage sozusagen ergibt. Und das Erste, was ich halt jetzt mache, bevor ich die dann im Oktober bzw. im November setze, dass ich einfach mal hier, wo ich sie reinsetzen möchte, die rote
Weinberg für sich und die Reben hier schon mal ein bisschen den Boden mit dem Spaten auflockern werde und hier mit der Erde, die Muttererde von einem guten Herrn bei meinem Nachbarngrundstück unten auf Marker, dass ich die hier ein bisschen aufbessere und auffülle und dass halt dann die Pflanzen und Bäume einfach mal gut eine Ausgangssituation haben. Da werde ich vielleicht auch mal ein bisschen mit Grasschnitt und Holz abfällen und sowas ein bisschen nacharbeiten, damit die halt so einen kleinen Mulch haben, Langzeitdünger und auch für den Winter ein bisschen Wärme haben. Ich bin jetzt hier bei mir in der Küche. Heute ist ein ziemlich windiger Tag, aber ich habe jetzt gestern und heute die Pflanzenlöcher ausgegraben für die Reben, die werde ich dann später draußen zeigen, und ein paar Löcher ausgehoben, indem ich dann das Bokashi-Ferment reintun kann, was dann in ca. 4 bis 6 Wochen von den Regenwürmern und den Mikroorganismen dann zersetzt wird. Ich möchte einfach den Zweck damit bewirken, dass ich hier einfach eine bessere Bodenqualität durch den Bokashi schaffe, weil das halt doch sehr starker, lehmiger Boden ist, und ja, je besser die Bodenqualität ist, desto besser wachsen die Pflanzen an. Gut, es sind circa 2 Wochen vergangen, als ich die Löcher vorbereitet habe für die ganzen Pflanzen, die ich setzen möchte. Ich und mein Vater haben jetzt gestern, am 7. Oktober, haben wir die Bäume an ihren Platz gesetzt, beziehungsweise einen Baum und die anderen Reben. Ich habe jetzt keine Aufnahmen davon gemacht, weil wir einerseits, das hat immer wieder Zeit kostet, das dann mitzufilmen, und mein Vater möchte ehrlich gesagt auch nicht immer in meinen Videos dabei sein, beziehungsweise er möchte dort nicht gesehen werden, und ich möchte ihm halt ich möchte einfach das respektieren und einfach, wenn er mir hilft bei Gartenarbeiten, dass ich dann eher weniger filme, wie ich das mache, sondern einfach das Ergebnis zeige, an dem er mir geholfen hat. Außerdem, wie gesagt, sind wir auch da ein bisschen schneller, und ja, es spart einfach Zeit. Jetzt möchte ich euch einfach nur zeigen, welche Bäume ich reingesetzt habe, welche Sorten genau, wie wir sie gesetzt haben und wie wir das Gerüst geplant haben. Gut, hier ganz vorne in unserer Garage bei der Ausfahrt haben wir die Weinberg-Pfirsich gesetzt, also die rote Weinberg-Pfirsich, einfach aus dem Grund, wenn die dann größer wird, soll sie halt nicht, wenn sie dann ganz vorne stehen würde, den Trauben und den Kiwis die Sonne wegnehmen. Dann, wenn wir hier weitergehen, haben wir hier die Pfähle in die Boden reingerammt, insgesamt 3 Stück. Damit einfach hier mit Drahtseilen die ganzen Reben entlang wachsen können. Das machen wir aber erst im Frühjahr, wenn dann die Zeit gekommen ist und die Reben ein bisschen größer gewachsen sind. Dann spannen wir erstmal die Drahtseile an den ganzen Pfosten entlang. War eine ganz schöne Heidenarbeit, die ganzen Pfähle reinzubohren in diese Hülsen. Dann kommen wir hier vorne hin. Das ist schon mal die erste Kiwi. Das ist die Adam. Das ist die männliche. Die steht halt ein bisschen näher zu den anderen Kiwis, weil
wie gesagt, Kiwis benötigen halt sowohl männliche als auch weibliche. Also das heißt, die weiblichen benötigen die eine männliche in der Nähe, damit die männliche die weibliche befruchten kann, damit die weiblichen überhaupt Früchte erzielen. Die männlichen bekommen nämlich keine. Deswegen habe ich da die Adam gesetzt. Das ist die erste weibliche Kiwi. Das ist die Sorte Nadoka. Die hatte ein bisschen beim Umpflanzen ein bisschen bessere Wurzeln als die weibliche Kiwi. Die hatte eher weniger gutes Wurzelwerk. Mal schauen, ob die sich davon ein bisschen erholen kann. Das ist die Sorte Dr. Szymanowski, weiblich, auch eine sibirische Kiwi. Und dann kommen wir hier zum ersten Wein. Die sind jetzt schon mehr an der Südseite ausgelegt mit mehr Sonnenlicht, weil die sibirischen Kiwis auch eher im Halbschatten bleiben können und deswegen sind sie ein bisschen weiter hinten als die Trauben. Das ist die Weinrebe Dagarin, das ist die Sorte, das weiß ich auch so. Das ist eine schwarze Weinsorte. Dann haben wir hier einen Erdbeerwein. Das ist eine weiße Sorte. Das ist die Concord, der Erdbeerwein. Und hier vorne, ganz vorne, haben wir noch einen Erdbeerwein, auch weiß. Das ist die Isabella, glaube ich. Die gibt es auch in Schwarz. Genau. So, natürlich habe ich auch schon die Bäume und die Reben ein bisschen gemulcht mit Grasschnitt und die auch gestern mit effektiven Mikroorganismen eingesprüht. Und ja, der erste Schritt ist schon mal getan. Die Reben sind gesetzt, der Baum auch. Und ich hoffe, die werden hier gut gedeihen und irgendwann mit zauberhaften Früchten uns Menschen beglücken. War jetzt wieder ein Teil meiner Baumaktion. Das könnt ihr natürlich auch machen, indem ihr einfach mal, wenn ihr zum Beispiel in einer Gemeinde wohnt, einfach nachfragt, ob ihr Gemeindegrund haben könnt, beziehungsweise dort eine Wildblumenwiese oder eine Straubswiese machen könnt, euch darum pflegt. Das ist wichtig. In der Regel werden die Gemeinden da zustimmen. Normalerweise möchten die sogar, dass die Leute sich freiwillig engagieren und sich in der Gemeinde sich da auch ein bisschen kümmern. Außerdem müssen die sich dann nicht mehr um die entsprechende Fläche kümmern. Also einfach selbst aktiv werden, den Wandel voranbringen und einfach mal ein paar Bäume pflanzen. Wie gesagt, jetzt momentan ist das Ganze mit RWE und Hambacher Forst. Da sage ich immer, sich einfach mal die Forschungen von Freier Energie und Tesla anschauen. Nur so nebenbei. Aber das ist natürlich auch ein aktiver Schritt. Wenn die einen Bäume abholzen oder der Regenwald immer wieder weiter abgerollt wird für die konventionelle Landwirtschaft, einfach selbst vor der eigenen Haustür etwas machen und Bäume pflanzen. Ist ein wichtiger Schritt, den man machen kann. Und ja, ein Regentropfen füllt nach und nach auch ein ganzes Regenfass. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich würde ich mich über eine Bewertung freuen, über einen Kommentar und auch Feedback zum Video allgemein oder beziehungsweise auch welche Baumprojekte ihr zum Beispiel habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr das in Social Media Kanäle wie zum Beispiel Facebook, Twitter oder auch Human Connection, wenn ihr dort angemeldet seid, verbreiten würdet. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal hier kostenlos abonnieren könntet und auch auf die Glocke drücken könntet, damit ihr halt einfach benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank einfach, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Genießt die schönen Herbsttage. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin.
Ciao.